zieht die Kanonen. Besuch. Wo willst du hin? Was hast du hier zu suchen? Los, antworte! Was war das? Was bedeutet die Knallerei? Ja, reg dich nicht auf. Das wird irgendein Schnüffler gewesen sein. Und die Jungs haben ihm ein paar Kugeln in den Bauch gejagt. Freeman! Komm raus, Freeman! Oder du fliegst mit dem Haus in die Luft! Wie du willst, mir kann's recht sein. Vielleicht schmeckt dir meine Zigarre. Ich halte eine Wette, das sind die 100.000 Dollar, die Jim Norton im vorigen Jahr bei uns erbeutet hat. Tun Sie das Geld sofort in den Safe. Sehr schön. Die Bergwerksgesellschaft hat Ihnen viel zu danken, mein lieber Django. Der Fall ist also geklärt. Einen Moment, Direktor. Kit Freeman ist zwar Jim Nortons rechte Hand gewesen, aber es besagt nichts über die Herkunft des Geldes. Die Bande hat sich nach dem Raub sofort getrennt. An dem Überfall waren 6 Leute beteiligt. Logan, Huster, Freeman, die inzwischen aufgestöbert worden sind und ihre Strafe erhalten haben durch unseren verehrten Kopfgeldjäger. Pardon, ich meine natürlich Mr. Django. Es fehlen also nur noch Buck Dex und Sam Lister. Denn der Bandenchef, Jim Norton, ist in Topeka umgelegt. Wie ich höre, hat Jim Norton noch einen Zwillingsbruder. Er soll soweit ein ganz anständiger Kerl sein. Vielleicht können wir aus dem noch irgendwas herauskriegen. Er hält sich, wie man mir sagte, irgendwo in Montana auf. Dann wäre es also meine Aufgabe, diesen Mann ausfindig zu machen, um Ihnen die Gewissheit zu verschaffen, dass die 100.000 Dollar wirklich Ihnen gehören. Ja, aber vorsichtig, Django. Nach den Gesetzen von Montana wird ein Kopfgeldjäger, ein Bounty-Killer, der einen Banditen umlegt, wie ein gemeiner Mörder behandelt. Sie scheinen nicht zu wissen, dass in Montana ein regelrechter Krieg tobt. Was sagen Sie, Krieg? Ja. Wie soll man es anders bezeichnen, wenn sich Farmer und Viehzüchter gegenseitig bekämpfen und umbringen? Sie vernichten ganze Siedlungen, zerstören die Felder, ohne im geringsten nach den Gesetzen zu fragen. There will come a morning, a deadly morning. The eye of the devil. Thank you.
the man who lay cold on the sand. Sheriff Coleman, gut, dass Sie endlich da sind. Sie haben sich schon gestern erwartet. Ich dachte, Sie kommen gar nicht mehr. Das wollen Cowboys sein. Schweine sind es, sage ich Ihnen. Die wollen unseren Bill ohne Gerichtsverhandlung aufhängen. Wir müssen uns beeilen. Es ist nicht mehr viel Zeit. Sie legen ihm vielleicht schon den Strick um den Hals. Nun los, was überlegen Sie? Nur keine Angst. Wir werden den Sauhunden schon zeigen, was Recht und Gesetz ist. Schnell, gehen Sie, halt! Moment, das Allerwichtigste. Mein Gewehr. Lasst mich los, ihr Schweine! Was wollt ihr von mir? Los, nun macht mal ein bisschen den Strick um den Hals und Schluss! Weg! Was soll das? Seid ihr wahnsinnig? Lasst mich gehen! Ich habe ja nichts getan! Aufhören! Habt ihr nicht gehört, was der neue Chef gesagt hat? Scheißkerle, Armleuchter seid ihr. Wie soll ich das verstehen? Ich denke, ihr habt den Sheriff Coleman abgeknallt. Haben wir auch so wahr. Ich hier stehe. Ich bin doch nicht verrückt. Da stimmt doch was nicht. Wir lassen uns von Ihnen nicht sagen, auch wenn Sie der neue Sheriff sind. Ich rate Ihnen, mischen Sie sich da nicht ein, sonst werden Sie es bereuen. Dieser Schuft hat die Tränken für unser Vieh vergiftet. Ist das wahr? Diese Schurken, Sie haben meine Ernte vernichtet, Sheriff. Sie haben mein Haus in Brand gesteckt. Sie sind gekommen, als meine Frau allein im Haus war. Düsser hat sich aufgehängt, weil wir ein bisschen nett zu ihr waren. Und jetzt schicken wir den Mann nach, damit sie nicht so allein ist. Ihr lasst den Mann in Ruhe, verstanden? Beim nächsten Mal könnt ihr euch vorher einen Sarg bestellen.
Ich bin nämlich ein verdammt guter Schütze. Also richtet euch danach. Saugt noch ein Elender. Für ihn ab, Smitty. Los, verschwindet ihr, Lunken, und merkt euch, was der Sheriff gesagt hat. Von heute ab herrscht wieder Ordnung in Mill City. Und wenn jetzt noch einer aus der Reihe tanzt, egal ob Viehzüchter oder Siedler, der kann sich auf was gefasst machen. Dann knallt es, sag ich euch. Du kommst schon, du Lahmarsch. Du bist auch kein Unschuldsengel. Schurken seid ihr alle miteinander. Einfach wunderbar. Kommen Sie her. Das Schauspiel dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Nicht so ängstlich, Fischer. Es ist ungefährlich. Ich habe keine Angst, Bezirksrichter. Der neue Sheriff ist da. Herrlich, wie er die Männer von Mr. Amos auf Trab bringt. So habe ich ihn mir vorgestellt. Ein Mann wie nach Maß. Genau richtig, um den Platz von Sheriff Gibson einzunehmen. Sie müssen entschuldigen, dass ich nicht vorher aufgeräumt habe, aber Sie wissen ja selbst, was heute hier passiert ist. Übrigens haben Sie sich ja nicht sehr beeilt, Ihre Stellung anzutreten. Es ist 2 Monate her, seit Richter Holden Sie angefordert hat. Es war kurz, nachdem man Ihrem Vorgänger Sheriff Gibson eine Kugel verpasst hatte. Der arme Kerl. Aber Sie werden mit den Sträußchen schon fertig werden. Ich schätze, Sie werden sich ja wohlfühlen. Sie haben ein Bett. Na, und das Essen dagegen ist nicht zu sagen. Ich koche selbst. Hey, Smitty. Was ist los? Was willst du, hä? Hast du mal einen Schluck Kaffee da? Kaffee, Kaffee. Du bist doch hier nicht im Hotel. Mein nächsten verlangt sie. Kaffee. Pö. Moment, Sheriff. Der Ofen ist ausrangiert. Das ist jetzt mein Medizinschrank. Kennst du einen gewissen Norton? Trevor, natürlich. Er ist noch nicht lange hier, aber so wie der müssten alle Farmer sein. Ja, wirklich, ich verstehe mich auf Menschen. Pass doch auf, Kerl. Na, wie wär's, Sheriff? Wollen Sie auch einen Schluck Kaffee? Trevor Norton? Ja, Norton ist der Meinung, dass die Viehzüchter und Farmer sich miteinander verständigen sollten. Es ist nur dieser Schuft Emes Brownsberg, der den Streit immer wieder neu anschürt. Wer ist das? Er ist der Boss hier, ein reicher Viehzüchter. Er hat sich eine Bande übler Figuren zusammengeholt. Halunken, die alles machen, was der Chef befiehlt. Sie haben ihn schon gesehen. Ich verstehe nur eins nicht. Hat denn hier nie einer das Herz gehabt, sich zu wehren? Oh, sehr viele. Der Friedhof ist voll von ihnen. Guten Tag, Sheriff Coleman. Ich bin der Bezirksrichter Horace Holden und das ist Mr. Fischer. Er betreibt den Saloon und Gemischtwarenladen und ist Bürgermeister des Ortes durch Stimmenfang. Ich bitte Sie, Richter. Ich habe noch nie eine Wählerstimme gekauft. Ich spendiere mal einen Whisky. Das kann man doch nicht als Bestechung bezeichnen. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Sheriff. Und ich bin glücklich, dass Sie in meinem Bezirk für Ordnung sorgen werden. Ihr Vertrauen ehrt mich. Und wie viel werde ich dafür? Die Bezahlung ist fantastisch. Wer wird schon als Sheriff Millionär? Sie könnten ruhig was bringen lassen. Eine Tasse Kaffee gefällig, Bezirksrichter? Sehr lieb. Ich weiß, Missy. Ihr Kaffee wird sehr gerühmt. Aber vielen Dank. Nun, Sheriff, ich muss Ihnen leider sagen, dass Ihr Amtsvorgänger, unser verehrter Mr. Gibson, von Banditen umgelegt worden ist. Ja, ich weiß. Und nehmen Sie es mir bitte nicht übel, ich habe irgendwie... Ah, Sie haben Angst. Ja, es kann sein. Sie enttäuschen mich. Wie wollen Sie unter diesen Umständen bestehen, Sheriff? Das ist mir im Moment selbst noch unklar. Erst mal ein Bier trinken. Ich möchte Sie nicht aufs Kreuz legen, Farley, aber ich kann nicht mehr zahlen. Ich habe nur 3.000 Dollar. Wenn Sie nicht wollen, dann behalten Sie eben Ihre Farm. Nein, abgemacht. Ich bin einverstanden. Ich möchte so schnell wie möglich weg aus dieser Gegend. Ist doch ganz ich fühle mich vor der Bande nicht mehr sicher. Hier, unterschreibt sie. Was darf es denn sein, Mister? Ein Whisky? Nein, ein Bier. Sofort. Sie sind der neue Sheriff, nicht wahr? Ah, ich habe doch den Stern. Entschuldigung, Augenblick mal. Als Sheriff Gibson hier abgeknallt wurde, ging der Spiegel in Scherben. Und Sie wissen, das bedeutet 7 Jahre Pech. Seien Sie ganz unbesorgt. Ich habe nicht die Absicht, mich umlegen zu lassen. Sie können den Spiegel wieder aufhängen. Also machen Sie es gut. Wiedersehen, Norton. Wiedersehen, Farley. Darf ich Sie zu einem Drink einladen, Sheriff? Mein Name ist Trevor Norton. Herzlich willkommen in Mill City. Sehr erfreut. Ich habe gehört, Norton sind darum bemüht, im Ort Frieden zu halten. Ich habe eine Farm gekauft, weil ich denke, dass auch hier Farmer und Viehzüchter gut zusammenleben können. Ah, was sagen Sie dazu? Das müsste doch möglich sein. Ja, vielleicht, wenn man sie durch Stacheldrähte voneinander trennt. Nein, Stacheldrähte wollen die Farmer nicht. Das glaube ich Ihnen nicht so ohne weiteres. Wir haben draußen im Land leider andere Erfahrungen gemacht, Mr. Norton. Ich bin Amos Brownsberg.
Und was haben Sie sonst noch auf dem Herzen? Die Farmer werden zu sehr vom Gesetz unterstützt. Montana ist das Land der Viehzüchter. Und darum werden wir nicht dulden, dass Fremde hierher kommen, die Erde umpflügen und Drahtzäune errichten. Denn das wäre unweigerlich das Ende unserer Herden. Nein, Brownsburg, Sie wissen, Montana ist groß und es ist Platz für alle da. Ja, natürlich. Und ich bin auch darin mit Ihnen einig. Aber nicht alle Viehzüchter denken so. Viele sind anderer Meinung. Und die Zahl der Hitzköpfe in diesem Land ist groß. Sheriff, kommen Sie. Draußen ist ein Riesenauflauf. Sie stürmen das Gefängnis. Sie werden entschuldigen, mein Herr. Aber wenn die Hitzköpfe in Aktion treten, werde ich Feuerwehr spielen müssen. Mach auf, verdammt nochmal! Smithy, alter Dickschädel, lass den Blödsinn! Hast du nicht gehört? Du sollst aufmachen! Wenn du Billy rauslässt, gehen wir friedlich auseinander. Los, macht, dass ihr nach Hause kommt. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich knalle jeden über den Haufen, der es wagt, hier einzudringen. Macht, dass ihr wegkommt. Verschwindet. Ich sehe ein, ihr wollt auch mal euren Spaß haben. Aber jetzt ist Schluss. Wir wollen nur Billy wieder raus haben, Sheriff. Er hat nichts getan. Die wirklich Schuldigen sind die Viehzüchter. Darüber wird der Richter entscheiden, mein Junge. Vorläufig ist er drin sicherer als draußen. Warum setzen Sie nicht Amos und seine Bande fest? Die herumziehenden Herden der Viehzüchter verwüsten unsere Felder. Und setzt sich einer dagegen zur Wehr, stecken Sie ihn ins Gefängnis. Es gibt nun mal Gesetze und die müssen wir beachten. Eigenmächtigkeiten werde ich bestimmt nicht dulden. Ganz gleich von welcher Seite. Gut, wie Sie wollen, Sheriff. Aber ich warne Sie. Wenn wir nicht bald unser Recht kriegen, werden wir es uns selbst verschaffen. Kommt, wir gehen. Zurück oder ich schieße! Mal langsam, Smithy, ich bin's. Entschuldigen Sie, Sheriff. Ich dachte, da kommt schon wieder einer von diesen Halunken. Um einer hättest du mir den Hut vom Kopf gepustet. Es soll nicht wieder vorkommen. Wir wollen uns das Leben etwas ruhiger gestalten. Hier kommt man ja vor Aufregung nicht zum Luft holen. Heute Abend lässt du ihn unauffällig raus. Besorge für ihn ein Pferd und dann ist Proviant für die Reise. Ich verlasse mich auf dich, du wirst das schon hinkriegen. Kleinigkeit. Buck Dago, genannt Dex, und Sam Lister, Mitglieder der Norton-Bande. Du hattest den Auftrag, mir zwei Killer zu besorgen und nicht diese traurigen Angeber da. Keine Beleidigung, Boss. Wie oft soll ich es noch wiederholen? Wir haben Coleman umgelegt. Wir haben ihn wie einen Hasen abgeknallt. Er fiel vom Pferd und war erledigt. Seid ihr eurer Sache ganz sicher? Coleman hat uns vor 2 Jahren in Tombstone verhaftet. Es war mir eine Wonne, ihm diese alte Sache endlich heimzuzahlen. Wo kommt dieser komische Kerl auf einmal her? Er ist doch kein Problem. Denken Sie nochmal an Coleman. Wenn Sie wollen, können wir es mit dem genauso machen. Nein. Nicht bevor ich es euch sage, verstanden? Erst muss ich mal wissen, wer er ist. Möglicherweise ist er lebend Mehrwert für uns. Ihr könnt gehen. Und seht euch vor, es braucht nicht jeder zu wissen, dass ihr im Lande seid. Ja, meine Bande! Ach, komm, sei lieb, komm! Hält mal her! Hey, meine Tasche! Ihr Schurken! Was fällt euch ein? Dreh mal meinen Stuhl zur Tür. Lass mich in Ruhe! Hörst du schwer? Dreh schon! Ja, meine Banditen, ihr! Aber was ist los? Wo brennt's denn, Sheriff? Ich suche einen Gentleman, der die Tasche hier wieder aufhebt. Tja, die ist schon hier oben schwer zu erreichen. Das stimmt allerdings. Na, dann kommt mal beide ganz schnell runter. So, und jetzt die Tasche. Sehr aufmerksam. Warum nicht gleich so? Sehr nett, danke. Ihr kommt für ein paar Tage in Arrest, das beruhigt die Nerven. Also los, mal ab.
weitergeht, wird das hier in den Zellen weit voller sein als im Saloon. Los, los, her mit den Kanonen. Ihr macht ja doch bloß Dummheiten damit. So, fertig, kehrt, marsch. Vorwärts, du geht schon rein, damit ihr rausgucken könnt. Na, schmeckt euch wohl nicht so ganz die Lektion. Ja, ihr Radaubrüder, jetzt weht hier ein anderer Wind. Reiß das Maul nicht so weit auf, Smitty. Hast du schon mal von Braunsberg gehört? Natürlich, mein Junge. Ich mache mir vor Angst in die Hosen, wenn ich bloß den Namen höre. Grüß ihn von mir, wenn du ihn siehst. Ich gebe Ihnen den guten Rat, lassen Sie die Jungs lieber frei, Sheriff. Denn eins ist sicher, Mr. Braunsberg wird nicht sehr erfreut darüber sein. Was geht mich das an, denn Mr. Braunsberg kann mir im Mondschein begegnen. Die Jungs sind gute 3 Monate mit dem Vieh über die Prärie gezogen. Da sind sie natürlich wie verrückt hinter jeder Schürze her. Da denkt ihr, ihr könnt jedes junge Mädchen wie Freiwild behandeln. Die alberne Gans ist nicht von hier. Sie ist mit einem Farmer ins Land gekommen und gehört zu dem Gesindel, das an allem schuld ist. Kapiert? Was du nicht sagst. Mir scheint, du gehörst zu dem Pack, das an dem Theater hier schuld ist. Bitteschön, wir sind ein gastliches Haus. Mach es dir bequem. Du läufst mir auch noch mal vor die Flinte. Dann rechnen wir ab, du Hund. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Miss Sally. Grüßen Sie bitte Ihren Onkel. Danke, Mr. Fischer. Wiedersehen. Vorsicht, achten Sie bitte auf die Stufen. Darf ich Ihnen behilflich sein? Oh, Sheriff, Sie sind es. Ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken. Ich heiße Sally Norton. Norton? Dann kenne ich Ihren Vater. Trevor Norton. Das ist mein Onkel, aber er ist für mich wie ein Vater. Und leben Sie schon lange mit ihm zusammen? Nein, ich bin ein paar Jahre auf dem College gewesen. Doch dann starb plötzlich mein Vater und seitdem bin ich beim Onkel. Aber jetzt muss ich gehen, Sheriff. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das alte Zeug ist doch nicht mehr zu gebrauchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Morgen früh fangen wir mit dem Aufstellen der Zäune an. Norton, nicht wahr? Sie haben die Farm von Farley gekauft. Ah, so ist es. Was gibt's denn? Wenn es wegen der Zäune zum Kampf kommt, können wir dann auf Sie rechnen? Nicht so ohne weiteres. Ich will Frieden haben und in Ruhe arbeiten. Da hat ja Farley einen würdigen Nachfolger gefunden. Ich sehe, du bist genauso ein feiger Hund wie er. Das möchte ich nicht gehört haben. Ich bin genauso Farmer wie du. Der einzige Unterschied, ich bin gegen Kampf und Gewalt. Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns! Halt! Stehen bleiben!
das so weg ums Verschwinde. Rechne aber nicht auf unsere Hilfe. Wir kommen höchstens her, deine Leiche einzubuddeln. Geh endlich, ich pfeife auf deine Hilfe. Und ich will keinen von euch mehr sehen. Kommt, Jungs! Es gibt Momente, da geht für mich die Sonne auf, wenn ich den Stern sehe, Sheriff. Ja, wirklich? Der Sheriff hat mich heute im Ort vor den Cowboys in Schutz genommen. Ist ja toll. Da sind Sie sozusagen der Schutzengel der ganzen Familie, wie? Wie du aussiehst, scheußlich, wie der Kerl dich zugerichtet hat. Ich glaube, dass der andere ein paar Kinnhaken mehr einstecken musste als Sie, Mr. Norton. Ich würde es mir dreimal überlegen, ehe ich mit Ihnen Streit anfange. Ach was, Sie überschätzen mich. Die Sache hier eben war reines Glück. Ich bin Farmer und habe eine harte Faust. Wie bitte? Das soll die Hand eines Farmers sein? Was sonst? Das frage ich Sie. Haben Sie öfter einen Revolver in der Hand gehabt? Sheriff, warum wollen Sie nicht noch bleiben? Sie könnten mit uns essen. Es gibt zwar nichts Besonderes, wir sind ja noch dabei, uns einzurichten. Vielen Dank, aber ich habe das ganze Haus voller Gäste. Ein andermal komme ich gern darauf zurück. Dann kommen Sie uns also bald wieder besuchen, Sheriff. Darauf können Sie sich verlassen. Ein verdammt zäher Bursche, Sally. Wenn der erst einmal irgendwo angebissen hat, lässt er bestimmt nicht mehr locker. Das ist eine Frechheit, Richter, eine Unverschämtheit. Was ist denn? Mir scheint, Sie sind heute etwas nervös. Warten Sie nur. Dieser Kopfgeldjäger mit dem Sheriffstern wird mich noch kennenlernen. Kein Schritt näher an die Zellen heran. Ich schieße. Und ich treffe auch, wollen wir wetten, so ein Dickwanz kann man gar nicht verfehlen. Es kann doch nicht der Ernst sein, Richter, meine Leute. Richter, wie hoch ist die Strafe für respektloses Verhalten gegenüber einer Amtsperson? Ein Monat Gefängnis, Sheriff. Mit der Möglichkeit bedingter Strafaussetzung. Sofern eine angemessene Kaution hinterlegt wird. Alles hat seinen festen Preis, das Leben eines Menschen wie die Respektlosigkeit gegenüber unserem verehrten Sheriff. Freche Verleumdung eines Sheriffs im Dienst? 30 Tage Gefängnis oder $200? Bitte, Sie dürfen wählen, Brownsberg. Es ist zwar die Höchststrafe, aber laut Gesetz ist er wirklich berechtigt dazu. $500 als Anzahlung. Für mich und meine Leute. Den Rest zahle ich später. Sehr schön. Hier, nehmen Sie es in Verwahrung, Richter. Smithy, aufmachen, lass Sie raus. Ja, ja, du hast richtig gehört. Blödsinn, wenn es nach mir ginge, würde ich die Bande schmoren lassen, bis sie schwarz wird. Diese Sauhirten. Nun los, kommt schon. Raus mit euch. Lasst euch nicht so bald wieder hier sehen. Das nächste Mal ziehe ich andere Seiten auf. Ich drehe euch einzeln durch den Wolf, ihr verfluchten Halunken. Ich möchte Sie warnen, Mr. Brownsberg. Für den Fall, dass Ihre Leute die Farmer angreifen sollten, werden Sie mir dafür gerade stehen. Sheriff, sparen Sie sich Ihre Drohungen. Die wirken bei mir nicht. Ich tue, was ich für richtig halte. Sagen Sie übrigens, Richter, wie hoch ist die Strafe für einen Mann, der unberechtigt ein öffentliches Amt ausübt? In Montana wird ein solcher Verbrecher unweigerlich gehängt, Mr. Brownsberg. Vorwärts, vorwärts! Raus hier! Macht, dass ihr wegkommt! Haut schon ab, mir wird schlecht, wenn ich euch sehe! Dinktiere, verdammte! Du weißt Bescheid, Kaffen. Hört auf meine Worte, Freunde. Wir dürfen den Bogen nicht überspannen. Denn wenn uns die Regierung in Washington Truppen auf den Hals schickt, was dann? Du hast wohl kalte Füße bekommen, Pearson, ne? Wenn wir jetzt nicht endlich entschlossen gegen die Farmer vorgehen, dann haben sie gewonnen. Und wir können uns begraben lassen. Aber was sollen wir denn machen? Ja, du dürftest wissen, dass ich kein Feigling bin, Barclay. Aber ein Mörder bin ich erst recht nicht. Ich habe euch damals davor gewarnt, Sheriff Gibson umzulegen. Das soll uns erst mal einer beweisen. Ich muss euch sagen, Miss Brownsberg hat recht. Wir müssen uns fest zusammenschließen und unter seiner Führung kämpfen. Sehr richtig, Barclay. Was ist los? Hast du den feigen Angeber fertig gemacht? Der neue Sheriff ist ein ziemlicher Brocken. Aber keine Angst, den kaufe ich mir schon. Ich will nur den richtigen Moment abwarten. Jedenfalls können wir jetzt gegen die Farmer losschlagen. Wir brauchen ihn nicht mehr zu fürchten. Wie soll ich das verstehen, Amos? Es ist ganz einfach, mein Junge. Ich habe Pistoleros engagiert. Leute, auf die Verlass ist.
Für $1,000 übernehmen die es, die Siedlung der Farmer niederzubrennen, ohne dass wir uns die Hände schmutzig machen müssen. Sehr schön. Dann haben wir saubere Hände. Aber keine saubere Weste, Braunsberg. Als hier noch gute Geschäfte zu machen waren, hast du da nach der reinen Weste gefragt? Es geht um unsere Existenz und wir kämpfen. Carven gibt schon das Signal. Also los, ihr fangt mit Norden an. Ganze Arbeit brennt alles nieder. Den anderen Draht hier. Versucht ihn zu umgehen. Verbrechergesindel! Sieh nach, ob oben jemand steckt. Gemeine Banditen! Mörder! Du Schweine, hören! Also binde ihr das Maul zu, John. Was meinst du, wie die aufheult, wenn sie hier drin erst brennt? Los, beeil dich, das scheint der Scharf zu sein. Der liebe Braunsberg wird für die Mehrarbeit ein paar Dollar extra spendieren müssen. Es ist mir ein Fest, ihm ein Ding zu verpassen. Bleib du hier. Danke, Sheriff.
Onkel Trevor. Sie müssen ihm helfen. Der Misthund schießt wie ein Teufel. So, jetzt. Ich kannte bloß einen, der so einen Schuss am Leibe hatte. Jim Norton. Hier, pass auf. Jim Norton gibt's aber nicht mehr, der liegt 3 Fuß unter der Erde. Langsam Altback. Ach nein, wie witzig. Denk lieber darüber nach, wie wir heil aus der Falle rauskommen. Ganz einfach, wir nehmen ihn in die Zange. Aber bitte nach dir, such dir eine schöne Ecke aus. Los, Waffenweg, ergebt euch! Du, das ist doch seine Stimme. Unsinn, das ist unmöglich. Letzte Aufforderung! Ergebt euch! Das ist er, Sam. Ach, Blödsinn, ich glaub nicht an Gespenster. Also los, ergeben wir uns. Bist du denn wahnsinnig? Wenn es Jim ist, der knallt uns ab wie ein paar wilde Hühner. Ja, aber wenn es Trevor ist, dann kommen wir vielleicht nochmal hier weg. Es ist die einzige Chance. Und der Mann hat mir gesagt, er würde nie kämpfen. Er ist fantastisch. Der gehört zu uns. Dann werden wir ihm helfen. Ja, kommt, Jungs. Lass die Revolver weg. Kommt raus da. Nehmt die Hände hoch. Hoch. Habt ihr nicht gehört? Vorwärts. Und geht schon. Pike und Sam, Teufel nochmal. Lassen Sie mein Gewehr los, Sheriff. Sie sollten mir dankbar sein. Ich wäre sonst gezwungen, Sie aufhängen zu lassen. Wieso denn? Das sind doch 2 Banditen. Und diesen Gemeindefriedhof haben Sie ganz allein geschafft? Ja, es war natürlich auch viel Glück dabei. Aber ich gebe zu, Sheriff, schießen kann ich. Eine schöne Waffe. Sie müssen ein toller Schütze sein. Sowas kriegt man nicht geschenkt. Onkel hat es beim Preisschießen gewonnen in Kansas City. Trevor Norton, dem Sieger. Auf Wiedersehen, Norton. Was sucht ihr beide denn hier im Norden? Ich verstehe Sie nicht ganz. Kennen Sie uns? Ja, vielleicht besser, als ihr ahnt. Na, wie sieht's aus, Sheriff? Werden Sie uns hier noch brauchen? Danke, reiten Sie weiter, Graham. Das kann ich allein erledigen. Na los, ab mit euch. Los, kommt! Wie war das möglich? Hast du nicht bemerkt, dass Sie schon entwaffnet waren? Ich habe nicht darauf geachtet. Das kann mitten im Kampf schon mal passieren. Ich glaube, ich habe dir Unrecht getan, Norton. Bist du nur zurückgekommen, um mir das zu sagen? Nein, du sollst bei uns das Kommando übernehmen. Soll das etwa heißen, ihr unterstellt euch meinen Befehl? Ja, natürlich. Dann wollen wir uns weiter bemühen, Frieden zu halten. Aber wenn man uns zwingt, dann werden wir kämpfen. Einverstanden, Norton. Ja gut, einverstanden.
zu Kampf. Es bleibt uns nichts anderes. Morgen früh sammeln sich unsere Leute im Tal von Cheyenne. In Ordnung, Ames. Wir werden den Hunden beweisen, wenn Montana das letzte Wort hat. Ihr macht euch doch hoffentlich keine Illusionen darüber, was euch bevorsteht. Natürlich nicht, Sheriff. Glatter Freispruch. Ist doch klar, nicht wahr, Sam? Du hast ganz recht, Buck. Ich weiß gar nicht, was der Sheriff gegen uns vorbringen will. Na, vielleicht die Ermordung der beiden Gehilfen von Norton. Was denn? Wir sind da ganz harmlos und nichts ahnend vorbeigekommen. Plötzlich waren wir mitten in einer Wüstenknallerei. Wir sind hinter einem Felsen in Deckung gegangen. Sonst haben wir mit der Sache nichts weiter zu tun. Die Jungs sollen ja auch mit 45er-Kugeln erledigt worden sein. Und unsere Colts sind zufällig Kaliber 38, wenn's recht ist, Sheriff. Darüber wird der Doktor befinden. Ich habe die Leichen bei ihm abgegeben. Oh, fein, da sind wir aus allem raus. Er wird bestätigen, dass wir unschuldig sind. Wäre schön, nur habt ihr leider Pech. Dann stelle ich euch wegen des Überfalls auf die Bergwerksgesellschaft vor Gericht. Das sind wir nicht gewesen, damit kommen Sie auch nicht durch. Wie wollen Sie uns das beweisen, Sheriff? Jim Norton wird gegen euch aussagen. Jim Norton? Verdammt, was sagst du dazu? Ich denke, der ist umgelegt worden. Sei friedlich. Du wirst sehen, der Sheriff hat noch mehr schöne Geschichten auf Lager. Jetzt kommt er gleich damit raus, dass die 100.000 Dollar wieder da sind. Nein, das nicht, aber ich habe gehört, dass Jim Norton tatsächlich noch am Leben ist. Lass, es ist schon spät, Sally. Das kannst du auch morgen erledigen. Dann gehe ich jetzt schlafen. Es war ein aufregender Tag. Gute Nacht. Geh auch bald ins Bett. Gute Nacht, Sally. Onkel Trevor! Es hat nichts zu bedeuten, du weißt, was heute passiert ist. Sag mir die Wahrheit, Onkel. Hast du vor, die Viehzüchter anzugreifen? Nein, mach dir keine Sorgen. Wir fahren morgen früh zusammen in den Ort. Ich werde den Sheriff bitten, zwischen den Viehzüchtern und Farmern zu vermitteln. Oh, danke, Onkel. Das finde ich toll. Was findest du toll, dass ich mich bemühe, den Kampf zu vermeiden? Und weil du mich mitnimmst nach Mill City. Ich habe den Sheriff sehr gern. Ah, so ist das. Ja. Bist du sicher, dass er dich auch liebt? Dann bin ich beruhigt, Sally. Denn es liegt mir unendlich viel daran, dass du nicht unglücklich wirst. Worauf wartet ihr? Wollt ihr eine Einladung haben? Ihr wisst Bescheid. Munition aller Kaliber. Brrr. Norton. Wir haben dringend mit dir zu reden. Komm bitte in den Salon. Ja, sofort. Komm. Sally, du weißt, worum es geht. Du könntest doch auch mit dem Sheriff verhandeln. Natürlich. Hoffentlich übernimmt er die Vermittlung. Na, dann geh. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Hey! Das sind Patronen. Kauf für mich so viel du kriegen kannst, Kaliber 38. Oh.
Was darf's denn sein, Mister? Whisky. Kommt sofort. Es sind verdammt viel Cowboys da. Es sieht mir nicht danach aus, als ob die furchtbar durstig wären. Die haben ihr Geld im Kramladen ausgegeben. Jetzt haben sie nichts zu saufen, dafür volle Patronentaschen. Und was ist mit Buck und Sam? Die beiden Schufte hatten nur Colts vom Kaliber 38. Und wenn der Arzt solche Kugeln findet, dann sind sie geliefert. Wenn nicht, dann lässt man sie laufen, nicht? Mhm. Geh rüber in den Kramladen und kauf Ammunition, was da ist, damit die Cowboys sich nicht noch mehr eindecken. Und dann sag mir Bescheid. Miss Sally schickt mich, Mr. Norton. Werden Sie auf Sie warten? Nein, ich habe nicht mehr lange zu tun. Ich suche nur noch ein paar Farmgehilfen. Du fährst sie dann später in deinen Wagen zurück. Verstanden? Geh jetzt. Ist gut. Sorge dafür, Graham, dass unsere Leute sich sammeln. Sie sind der Meinung, dass wir Norton schneller entlarven können, wenn wir die beiden Halunken fassen? Ja, denn die glauben doch, Norton hat das Geld und sie möchten ihren Anteil haben. Wenn es aber Trevor Norton ist, Sheriff, dann gefährden sie einen Unschuldigen. Ja. Deshalb bin ich auch noch nicht so restlos entschlossen. Es ist uns sowieso nicht möglich, die beiden noch länger festzuhalten. Wir können nicht beweisen, dass sie die Farmgehilfen erschaffen. Entschuldigung, Sheriff. Richter, die letzte Woche ist schon viel Munition gekauft worden. Aber heute, das ist wirklich der Gipfel. Die haben mir den Laden leer gekauft, buchstäblich. Die Viehzüchter? Ja, die haben auch ganz schön Patronen gehamstert. Aber eben ist der Farmer Graham da gewesen. Der hat meinen ganzen Vorrat aufgekauft. Über 3000 Schuss. Das könnte darauf hindeuten, dass die Farmer angreifen wollen. Ja, seit Norton ihr Anführer ist, haben sie jedenfalls neuen Mut gefasst. Aha. Jetzt begreife ich, Norton würde doch dabei nur gewinnen, wenn sich die Lage hier verschärfen sollte. Natürlich, wenn der Konflikt zwischen Farmern und Viehzüchtern offen ausbrechen würde, dann hätten wir keine Zeit mehr, uns um ihn zu kümmern. Ja, so ist es, Richter. Ich muss die beiden also rauslassen. Komm, Smitty. Sheriff. Aber tun Sie nichts, was Sie hinterher bereuen würden. Hallo? Ah, wie reizend, Miss Norton. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Na, komm schon her, Kindchen. Wir beißen nicht. Und außerdem sind wir alte Freunde deines Vaters, Jim Norton. Mein Vater ist aber schon lange tot. Gib nicht so an. Uns kannst du nichts vormachen. Wir haben mit deinem Vater ein paar ganz saftige Dinger gedreht. Also spiel dir nicht die Ahnungslose. Ja, es stimmt, was er sagt. Dein Vater hat immer sehr geschwärmt, wenn er von seiner Sally erzählte. Ja. Du bist damals irgendwo auf dem College gewesen. Unmöglich, dass mein Vater sich mit solchen Strolchen jemals eingelassen hat. Hast du gehört, Sam? Ich kann dir flüstern, Süße, dass wir verglichen mit deinem Vater harmlose Chorknaben sind. Zwillingsbrüder sind sich verdammt ähnlich. Warum sollte man zu seinem Vater nicht auch mal Onkel sagen? Was machen Sie denn hier, Sally? Ich komme von Onkel Trevor. Ich soll Ihnen etwas sehr Wichtiges sagen. Ja, einen Moment. Smitty macht den Käfig auf, ja? Ihr könnt gehen, es hat diesmal noch nicht gereicht für den Galgen. Ah, was habe ich Ihnen gesagt, Sheriff? Wir sind unschuldiger als manche Jungfrau. Was war denn hier los? Auch gar nichts. Aus damit, was war los? Nein, wirklich nichts. Das ist gar nicht los gewesen. Die Kleine macht Theater, die will heute Nacht von Ihnen getröstet werden. Nun mal los, raus, wir haben genug von euch. Los, komm, du Drecksköter, scher dich zum Teufel. Ich gehe nach nebenan. Es ist Zeit, dass ich wieder mal ausfege da drin. Also, was haben Sie mir zu sagen, Sally? Onkel wünscht Ihre Vermittlung. Er lässt Sie bitten, den Herdenbesitzern einen Waffenstillstand vorzuschlagen, der Gültigkeit haben soll, bis das Gericht entschieden hat. Die Farmer sind bereit, die Entscheidung ohne jeden Vorbehalt anzunehmen. Und sie wollen nie mehr Stacheldrähte aufstellen, wenn das Gesetz sie untersagt. Ist das nicht ein wunderbarer Vorschlag? Wenn er ehrlich gemeint wäre, ja. Aber, Sheriff, zweifeln Sie daran? Mein Onkel ist ein Mann von Wort. Wieso kommt er dann nicht selbst hierher, um mit mir darüber zu reden? Weil ich ihn gebeten habe, mich herzuschicken. Sie glauben mir nicht. Auf Wiedersehen, Sheriff. Halt!
Wir werden jetzt erstmal mit Jim abbrechen. Ja, ist gut. Halt! Augenblick, Jungs! Jetzt hört mal zu. Ja? Tag, Mr. Braunsberg. Ihr könnt einen Auftrag bekommen. Ich will euch euer Versagen nicht nachtragen. Ach, wie gütig, Mr. Braunsberg. Wir reiten nach Süden. Bugs Cousine will heiraten. Ja. Wir sollen bei der Hochzeit die Lampe halten. Hey! Graven, du kaufst dir die beiden. In Ordnung. Bist du es, Harry? Nein, ein paar alte Freunde von dir. Freust du dich gar nicht, Jim? Ihr verwechselt mich anscheinend mit meinem Bruder. Ich bin Trevor Norton. Für wie blöd hält er uns eigentlich? Nur Jim Norton knallt einem die Kugeln um die Ohren wie du. Also raus mit dem Geld. Wir wollen nur, was uns zusteht. Nicht wahr, Sam? Nichts weiter. Unseren bescheidenen Anteil, aber natürlich zuzüglich Zinsen für die lange Wartezeit. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Schluss mit den Scherzen, Jim. Jetzt wirst du alles rausrücken. Los, antworte. Wo hast du die Dollars versteckt? Rede, oder ich mach dich fertig. Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Ich bin Trevor Norton. Na, wirst du jetzt sprechen, oder willst du noch mehr, du Hund? Dollar, ich habe alles durchsucht. Misthund! Rede endlich! Wenn ihr mich durchaus umbringen wollt, nur weil ich der Bruder von Jim bin, dann los. Aber macht's kurz. Ich schätze, wenn es Jim wäre, der hätte lieber das Geld ausgespuckt. Na komm, wir hauen ab. Los, komm, sonst gibt's wieder eine Knallerei mit dem Sheriff. Ich brauche ein Gewehr und das hier ist genau das Richtige. Wir müssen noch mal in den Ort. Komm! Ha! Ist noch irgendwas mitzunehmen? Nein, danke. Gewesen. Nein, es waren zwei Banditen. Sie haben mich hier drin überrascht. Sam und Buck. Woher weißt du? Onkel, warum willst du mir nicht die Wahrheit sagen? Na, möchten Sie noch eine Portion? Was, schmeckt Ihnen meine Küche nicht? Na ja, ist mir ein bisschen daneben geraten, leicht angebrannt, aber nahrhaft. Sheriff! Der Richter möchte Sie sprechen. Es gibt ein paar wichtige Neuigkeiten. Du rührst dich nicht weg von hier, Smitty. Also bis nachher. Pass gut auf dich auf. Mhm. Keine Zeit zum Essen. Kalt frisst er das Zeug doch erst recht nicht. Wissen, weißt du Bescheid über deinen Vater? Ich hätte es dir nie erzählt und es wäre besser, wenn du es nie erfahren hättest. Aber jetzt muss es sein. Ich konnte nicht länger schweigen. Oh Gott, ein Bandit. Er war entschlossen, sein Leben von Grund auf zu ändern. Er hat das Geld zurückgeben wollen. Aber da hat ihn einer aus der Bande umgelegt und die Beute an sich genommen.
Wieso kommen sie dann zu dir? Sie müssen doch wissen, dass das geraubte Geld nicht bei dir ist. Nein, Silly, die beiden nicht. Die Bande hatte sich nach dem Überfall getrennt. Armer Onkel. So musst du nur für meinen Vater herhalten. Nur weil ihr euch beide ähnlich seht. Dabei hast du nichts verbrochen, warst immer ehrlich und anständig. Dein Vater hat dich so geliebt, Silly. Du darfst nicht schlecht von ihm denken. Du hast doch am meisten durch ihn gelitten. Und mich hat der Sheriff wie eine Verbrecherin behandelt. Silly, nimm es nicht so tragisch. Du wirst sehen, es renkt sich alles wieder ein. Ihr habt mir bisher nur Ärger gemacht und jetzt soll ich euch wieder aufnehmen. Sehen Sie sich das Gewehr an, Brownsberg. Unsere Partie ist verloren, Emmes. Ein Bundesrichter ist auf dem Wege zu uns. Nun reg dich mal nicht so auf, Buckley. Wir hätten den Kampf gegen die Farmer früher beginnen sollen. Kommt es zum Prozess, legt uns die Bande einen Stacheldraht um den Hals. Genauso wie es in Kansas und Nebraska war. Angenommen, wir legen den Richter um und tun so, als wäre Norton der Mörder. Sehr schön. Aber der Sheriff? Es gibt keinen Sheriff hier. Carvin hat Beweise dafür, dass sich der Mann das Amt nur angemaßt hat. Ja. Und so können wir nach Beseitigung des Richters die Bestrafung des Mörders selbst übernehmen. Alle Achtung, Amos, gut ausgedacht. Als hätten wir Norton mit berechtigter Empörung aufgehängt, weil er den Richter erschossen hat. Wir handeln, während die Farmer hier treu und brav auf die Ankunft des Richters warten. Norton wird aufgehängt und die Farm niedergebrannt. Du, Buckley, holst dir verlässliche Leute zusammen. Und was machen wir? Ihr beide nehmt euch gefälligst zusammen. Wenn ihr euch diesmal wieder so blöd anstellt, bekommt ihr statt der 100 Dollar eine hübsche Kugel von mir verpasst. Im Übrigen können wir allmählich auch daran denken, unsere Rechnung mit dem Sheriff zu begleichen. Wer schießt eigentlich am besten von den Jungs, die wir hier haben, Barney und Caraccio. Worum handelt es sich? Pass auf. Die Jungs fangen Streit mit ihm an. Sie knallen ihn ab. Das wäre das Beste für uns. Und wenn die Jungs dabei draufgehen? Dann gibt's immer noch eine Möglichkeit, ihm das Genick zu brechen. Ich nehme an, der Kerl ist Django, der Bounty Killer. Und der gibt seine Visitenkarte ab. Verschwindet hier. Ich höre leider ein bisschen schwer. Mir hat einer ein Ding verpasst, da muss noch ein Pflaster drauf. Es soll ein Sheriff gewesen sein. Ein Angeber, der glaubt, er braucht nur mit der Kanone herumzufuchteln. Dann kuschen wir alle. Erzähl mir nichts. Ein Sheriff soll das sein? Für mich ist das ein Kopfgeldjäger. Ein Bounty-Killer. Das wird sich ja gleich erweisen. Das ist deine Handschrift. Dafür wirst du hängen. Soweit ist es noch nicht, Brownsberg. Du weißt, dass die Hunde mich umlegen wollten. Außerdem kannst du keinen Sheriff hängen. Du willst ein Sheriff sein? Ein dreckiges Schwein bist du, ein Bounty-Killer. Es ist aus. Hier in Montana werden Kopfgeldjäger wie gemeine Mörder aufgehängt. Worauf wartet ihr? Vorstellung liebend gern bis zu Ende angesehen. Ja, es war so schön. Ja, Arschgeier, da stau
und dir. Das war ein Schuss, hä? Banditen, ihr könnt doch dem Sheriff nicht eine so enge Halskrause anlegen. Stehen Sie auf, Sheriff, Sie werden ja noch gebraucht. Den Schweinen, wenn wir es zeigen. Wer hat Sie dazu ermächtigt, Brownsberg? Das war Lynchjustiz an einem Sheriff. Wissen Sie, was darauf steht? Das interessiert mich nicht. Dieser Mann ist nicht Sheriff Coleman, sondern ein Bounty-Killer. Die Hinrichtung ist völlig legal. Ich habe heute Morgen einen interessanten Brief aus Denver erhalten. Django war Sicherheitsbeauftragter der Bergwerksgesellschaft, bevor er Sheriff von Mill City wurde. Das steht außer Zweifel. Na und, was besagt das schon? Es gibt ein Gesetz, nach dem in Montana Bürgermeister und Richter von sich aus bestimmen dürfen, wer das Amt des Sheriffs versieht. Es spielt aber keine Rolle, was der Mann vorher war. Er muss ein guter Sheriff sein, nur darauf kommt's an. Kommt, Jungs. Einen Moment, Brownsberg, wir sind noch nicht fertig. Sie haben sich bei mir zu entschuldigen. Ich gebe Ihnen Zeit, darüber nachzudenken. Sie sind verhaftet wegen Anstiftung zum Aufruhr. Los. Nun geht's schon, verschwindet. Macht, dass ihr wegkommt. Er ist wirklich kopflos gewesen. Er ist abgehauen, ohne seine Spur zu verwischen. Trevor Norton. Unmöglich, das glaube ich nicht. Ist doch ganz eindeutig, Sheriff. Der Sheriff hat ein Auge auf die Nichte von Norton. Das Gewehr des zukünftigen Schwiegeronkels, wie peinlich. Es ist ein klarer Fall. Die Siedler fürchten den Ausgang des Prozesses und da haben sie den Richter umgelegt. Es muss etwas geschehen. Wir fordern Gerechtigkeit. Kommt, Norton soll hängen. Ich stehe hier für Recht und Gesetz. Und ohne Urteil wird keiner gehängt. Sheriff, das Gewehr ist ein kaum zu entkräftender Beweis gegen Norton. Verhaften Sie ihn. Ich tue, was Sie sagen, Richter. Aber ich glaube weder, dass er der Mörder ist, noch dass er dafür hängen wird. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Holt Sam und Buck. Sally! Sally! Wir müssen weg von hier. Nimm nur das Notwendigste mit. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Was ist denn passiert? Warum willst du plötzlich weg von hier? Sie schieben mir einen Mord in die Schuhe. Wenn ich nicht verschwinde, dann hängen Sie mich auf. Das wird der Sheriff niemals zulassen. Er hat Auftrag, mich zu verhaften. Sie haben es sehr geschickt eingefädelt. Mir bleibt nichts anderes. Ich muss weg. Na! Wir werden doch nicht fliehen. Das wäre ein Schuldbekenntnis. Mein Name auf der Mordwaffe ist ein glattes Todesurteil. Komm, Sally. Es kann sich nur um einen Trick handeln. Wie sind die Schufter an ihr Gewehr angekommen? Fragen Sie Sam und Buck. Freiwillig habe ich sie nicht gegeben. Das wird sich aufklären lassen. Folgen Sie mir noch. Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Ende auch. Lassen Sie mich gehen. Es täte mir leid. Seien Sie vernünftig. Keinen Schritt mehr oder es knallt. Norton, haben Sie doch Vertrauen zu mir. Nein, Onkel, du darfst nicht schießen. Glauben Sie mir, es wäre besser für Sie.
bin wahrscheinlich ein kompletter Idiot. Hier, Sally Swing. Weg, was willst du? Oh, shit. Hey, hey! Wenn man den Sheriff braucht, ist er nicht da. Sheriff, ja. Die Männer von Amos waren hier. Sie haben ihn befreit. Ja, sie nicht auf dagegen machen. Was sollten wir machen? Verbrecher. Smitty. Smitty. Was war hier los? Ich konnte es nicht verhindern. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Aber es waren so viele. Komm, du musst zum Doktor. Glaubst du schaffst es? Es ist zwecklos. Ich fühle, es geht zu Ende. Es war eine schöne Zeit mit dir. Ehrlich. Ich hätte gern noch weitergemacht. Du warst fantastisch. So was von, Sheriff. Das gibt's nicht wieder. Ich will sehen, dass ich Amos und seine Bande stellen kann. Sie wissen, es geht darum, die Farm zu retten. Das ist glatter Selbstmord, Sheriff. Warten Sie, bis Graham und seine Männer sich gesammelt haben. Wir dürfen keine Minute verschenken. Rufen Sie die Farmer zusammen und folgen Sie mir so schnell wie möglich. Machen Sie es gut, Sheriff! Es sind zu viele, Django. Warten Sie, ich komme mit. Ich tue es für meine Tochter. Natürlich, ich wusste, dass Sie Jim Norton sind. Warum geben Sie sich jetzt freiwillig zu erkennen? Dreimal dürfen Sie raten. Ein Bandit und ein Bounty Killer. Ein tolles Gespann, um diese Wildhengste zur Besinnung zu bringen. Ah! Jetzt rechnen wir ab mit diesem Pack. Alles wird niedergebrannt. Wir greifen an. Powers, mir nach! Aber das genügt. Los, kommt, Freunde, weiter zur nächsten Farm!
da? Sieh mal, wer ist das? Komm, mein Junge, schnell weg hier. Zur Farm von Norton. Folgen! Na, Norton, von welcher Seite erwarten Sie den Angriff? Dieses Gelände ist zu offen. Von hier kommen Sie nicht. Auf der Felsenseite ist es günstiger, aber Sie werden sich wundern. Erschreckt mich, wir sitzen. Sag den anderen, sie sollen aufhören oder du hast dein letztes Lied gesungen. Komm jetzt! Los, raus! Keine Dummheit! Lula! Okay, Treppe!
Laufen Sie ihr nach. Ich gebe Ihnen Feuerschutz. Ist gut. Weg! Pass mir nicht an! Was wollt ihr? Los, da rauf ihn da raus! Django da. Schnell, wir müssen weg hier. Samme 30, wir werden die beiden ausräuchern. Nun geh schon. Du auch. Verdammt, ich habe bloß noch drei lumpige Schuss im Colt. Und was können wir tun? Wir müssen warten, bis sie rauskommen. Da, passen Sie auf! Dieser Hund. Hast du Dynamit bei dir? Ja. Hier damit. Django! Hey, Django! Jetzt hör mal gut zu! Ich zähle jetzt bis drei, Django. Oder willst du, dass das Mädchen mit dir in die Luft fliegt? Es ist vollkommen sinnlos. Er bringt uns ja doch um. Alunke. Wie du willst, Django. Ich zähle. Also eins, zwei, drei. Garvin! Garvin! Barclay! Lass mich nicht allein! Wo seid ihr? Helft mir! Ich kann nichts mehr sehen! Wir sind zu spät gekommen.
Norton ist tot. Er hat opferbereit sein Leben hingegeben für die Freiheit von Montana. Helena, den 24. März 1877. Der Gouverneur des Staates Montana gibt hierdurch bekannt, dass mit dem heutigen Tage in Montana das Gesetz über die Landverteilung in Kraft tritt. Jede Person, die auf legalem Wege Land zur Nutzung erworben hat, ist in Zukunft berechtigt, es mit einem Stacheldraht zu umzäunen. Für die Viehzüchter gilt Folgendes. Soweit es nach Lage der Dinge unumgänglich ist, dass ihre Herden über landwirtschaftlichen Grundbesitz getrieben werden, ist ihnen nach gütlicher Absprache mit den Farmern der Durchzug zu gestatten.